Die Rente mit 63 soll abgeschafft werden. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, am 28. Mai 2023, am Pfingstsonntag, einer unserer wichtigsten kirchlichen Feiertage in diesem Land, kommt die CDU mit dem sensationellen Vorschlag, dass die Rente mit 63 abgeschafft werden soll. Und zwar sofort. Hintergrund dieser Forderung ist, dass die Rente mit 63 dazu geführt habe, dass über 2 Millionen Menschen Fachkräfte früher vorzeitig mit der Rente mit 63 in den Ruhestand gegangen sind und genau diese 2 Millionen Menschen jetzt dem Arbeitsmarkt fehlen. Wertvolle Arbeitskräfte sind verloren gegangen. Die Rente mit 63 setzt sozusagen einen völlig falschen Anreiz. So sagt es die CDU. Oder besser gesagt, Herr Ex-Minister Jens Spahn. Und genau jener Ex-Minister Jens Spahn weiß doch wohl ganz genau, dass er Teil der Mitverantwortlichen ist, dass es die Rente mit 63 gibt. Meine Damen und Herren, damit uns nochmal klar wird, von was reden wir hier eigentlich? Der Herr Spahn fordert die Abschaffung der Rente, ich betone, mit 63. Ja, welche Altersrente meint denn jetzt eigentlich der Herr Spahn, die abgeschafft werden soll? Ist es die Altersrente für langjährig Versicherte? Also die Altersrente mit 35 Jahren Wartezeit und Rentenbeginn mit dem 63. Lebensjahr? Oder meint der Herr Spahn eventuell die Altersrente für besonders langjährig Versicherte? Also die Rente, wo man 45 Jahre Wartezeit nachweisen muss und wo das Lebensalter, also das Renteneintrittsalter pro späterem Rentenbeginn pro späteren Geburtsjahrgang noch nach 1952 um jeweils 2 Kalendermonate ansteigt. Also Beispiel, wer 1958 geboren wurde, der kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nur mit Vollendung des 64. Lebensjahres in Anspruch nehmen. Der Geburtsjahrgang 1958, übrigens, lieber Herr Spahn, der ist längst schon durch für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Oder wie Sie vielleicht meinen, die Altersrente mit 63. Dann reden wir über den Geburtsjahrgang 1959 und 1960. Diese Geburtsjahrgänge können die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, ich betone das Wort besonders langjährig Versicherte, erst mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 2 Kalendermonate für den Geburtsjahrgang 1959 und für den Geburtsjahrgang 1960 mit 64 Jahren und 4 Kalendermonate in Anspruch nehmen. Das setzt natürlich wiederum voraus, ich muss 45 Jahre Wartezeit nachweisen. Ja, was denn nun, Herr Spahn? Welche Rente wollen Sie denn nun abschaffen sofort? Ist es die Altersrente mit 63 und 35 Jahren Wartezeit? Oder ist es die Altersrente, die Sie ja letzten Endes zum 1.7.2014 mit der Frau Nahles, mit der damaligen Bundesministerin für Arbeit und Soziales, mit beschlossen haben? Damals war es hier Ihnen ja offensichtlich kein Dorn im Auge. Oder wie würden Sie jetzt auf einmal Ihre Kehrtwendung erklären? Meine Damen und Herren, die Forderung von Herrn Jens Spahn reiht sich ein in die Forderungen der CDU, der Teile der CDU, der neoliberalen Kräfte in unserem Land, die unserer umlagefinanzierten Rentenversicherung wirklich ans Leder gehen wollen. Hintergrund dieser Forderung scheint offensichtlich eine Prognos-Umfrage oder eine Prognos-Studie zu sein, die im Auftrag des Institutes INSM, Institut für neue soziale Marktwirtschaft, in Auftrag gegeben worden ist und erstellt worden ist. Und dort kommt man zum Ergebnis, dass wohl alleine durch die
Rente mit 63. Schon der Begriff ist völlig falsch. Es gibt in Deutschland keine Rente mit 63. Hier ein riesen volkswirtschaftlicher Schaden entstanden sein soll. Meine Damen und Herren, die Rente mit 63 ist keine Rentenart. Sie ist ein politischer Begriff. Und Herr Spahn hat offensichtlich null Ahnung von Rentenrecht. Denn wenn er nämlich Ahnung hätte, dann würde er gar nicht sagen, dass die Rente mit 63 zum einen abschlagsfrei ist. Das ist völliger Unsinn. Die Rente mit 63 ist nicht abschlagsfrei. Ich kann die Rente mit 63 als Altersrente für langjährig Versicherte nur mit Abschlägen bekommen. Und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die kann ich grundsätzlich immer ohne Abschlag bekommen. Aber die kann ich nicht mit 63 bekommen. Der Geburtsjahrgang 1952, der konnte in der Variante zum 1.7.2014 für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 63 Jahren glatt in diese Rente gehen. Aber diese Geburtsjahrgänge sind doch schon längst durch. Meine Damen und Herren, schauen Sie bitte in den Paragraf 236b SGB 6 rein, da gibt es Tabellenwerte. Da steht ganz klar drin, wer in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte überhaupt noch gehen kann. Meine Damen und Herren, und ich habe auch schon so oft gesagt, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Variante des Paragraf 236b, das heißt also in der Variante, die damals der Spahn mit der Nahles zusammen mit beschlossen hat, grundsätzlich sich mit dem Geburtsjahrgang 1964 von selbst in Luft auflöst, weil wir nämlich dann wieder mit 65 Jahren und 45 Jahren Wartezeit erst in diese Rente erstmals gehen können. Meine Damen und Herren, das wissen im Übrigen auch alle diese neoliberalen Kräfte, die in unserem Land letzten Endes der gesetzlichen Rentenversicherung, ich sage es immer wieder, ans Fell und ans Leder gehen wollen. Und deshalb ist es auch korrekt und richtig so, dass die Linken und die SPD hier empört aufschreien und sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass zum 28.05.2023, wo die Leute einfach ihre Ruhe haben wollen und ein bisschen Pfingsten feiern wollen, mit so einem Irrsinn konfrontiert werden. Leider sind die Online-Medien, unter anderem federführend ARD, ZDF, NTV, auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben diese Meldung verbreitet. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das gelesen und habe mir dann gedacht, okay, jetzt musste ich was dazu sagen, weil das totaler Irrsinn ist. Wer die Rente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte jetzt abschaffen will, der sorgt dafür, dass alle Menschen, die vorzeitig in Rente gehen wollen, horrende Abschläge bekommen werden. Und das ist so asozial, ungerecht und auch zutiefst ungesetzlich. Denn nochmal, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte schafft sich von allein ab. Wie oft soll ich das noch sagen, lieber Herr Spahn? Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass ich mich ein bisschen verwundert zeige über diese doch unfachlichen Äußerungen dieses Ex-Ministers. Aber es kommt noch was ganz anderes, was mich natürlich auch immer wieder ein bisschen auf die Palme bringt oder wo ich sage, das kann doch alles nicht wahr sein. Da kommen Leute wie Spahn, wie Linnemann, wie Herr Dulger, ich weiß gar nicht, Raffelhüschen und wie sie alle heißen, die kommen alle an und erzählen uns und oder besser ihnen, dass sie auf ihre Rente verzichten sollen, dass sie auf ihre wohlerworbenen Rechte verzichten sollen. Leute, die niemals in die Rentenkasse eingezahlt haben. Linnemann und Spahn zum Beispiel, die sind beide in Bundestagsabgeordnete. Die kriegen später mal für viel weniger Lebensarbeitszeit viel deutlich höhere Alterspensionen. Und das, meine Damen und Herren, das ist ein Unding. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das gehört zuerst abgeschafft. Wenn Spahn sich hinstellen würde und würde dann sagen, liebe Freunde, wir schaffen die Rente mit 63 ab und gleichzeitig schaffen wir aber auch die Politikeralimentierung für den Altersruhestand ab, dann würde ich sagen, okay, das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an. Aber auf die Idee kommt ja der Herr Spahn leider nicht. Das ist ja das große Problem. Und deshalb sage ich ganz einfach, Herr Spahn, hören Sie auf mit diesen blödsinnigen Vorschlägen, sondern lassen Sie uns in Ruhe
Und kommen Sie doch vielleicht doch mal endlich auf den genialen Vorschlag und sagen, ja, wir haben ein Riesenproblem, wir haben ein Problem mit der gesetzlichen Rente in Kürze 2025, 2026. Lassen Sie uns doch einfach eine einheitliche Rentenversicherung einführen. Das wäre doch mal ein richtiger Weg, oder? Und dann können wir uns gerne auch noch mal über neue Altersrentenarten unterhalten. Oder wollen Sie allen Ernstes als Ersatz für die Rente mit 63, so wie Sie es ja heute in Ihren Nachrichten angedeutet haben oder in Ihren Informationen angedeutet haben, lieber Herr Spahn, eine verbesserte Erwerbsminderungsrente einführen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Also, lieber Herr Spahn, hören Sie bitte auf mit diesen Vorschlägen. Kommen Sie ganz einfach runter und lassen Sie das bitte Fachleute entscheiden. Politiker, so wie Sie, haben offensichtlich keine Ahnung von dem, was Sie da sprechen. Näheres zum Thema Altersrente für besonders langjährig Versicherte, Altersrente für langjährig Versicherte oder meinen Sie meinetwegen auch Altersrente mit oder ab 63 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und natürlich einen super Pfingstmontag. Ciao.